Hallo Freunde des Software Entertainments und herzlich willkommen bei Never Code Alone. Du willst wissen, wie du mit einem GitLab-Include-File all deine Cypress-Projekte und deren NPM-Dependencies automatisch updaten kannst, dann bist du hier genau richtig. Ich habe hier jetzt eine neue Reihe über GitLab CI/CD-Pipelines veröffentlicht und das ist das erste Video dazu. Von daher ganz gerne auch mal dem Kanal folgen und die Glocke einschalten. Das lohnt sich auf jeden Fall. In die Matrix geht's wie gewohnt direkt nach dem Intro. Viel Spaß! Und damit sind wir hier auch direkt in GitLab bei unseren Freunden von Shop Native. Die haben ein Projekt, das heißt Wirestyle. Und das hat einen Cypress-Test, der einen Image-Upload macht und damit einen recht aufwendigen Konfigurator validiert. Das passiert derzeit jeden Morgen, ist sehr wichtig für die Applikation und damit Geld verdient wird. Und ich habe dieses Projekt hier, so wie ganz viele andere auch, die für unsere Kunden da sind. Und hier sollen natürlich immer die NPM-Dependencies geupdatet werden. Und das schaffen wir hier manuell nicht mehr. Und abgesehen davon gibt es auch ein paar Improvements. Aber heute geht es einfach um das Update. Ich werde das hier direkt einrichten und den Sonntag, den ich jetzt hier für euch auf jeden Fall meine Arbeit dokumentiere, dazu nutzen, hier mehrere Videos zu machen. Und hier kann ich direkt hingehen und das auch alles direkt in GitLab selber machen. Das heißt, ich muss das gar nicht lokal auschecken und kann sagen, ich mache hier einen neuen Branch und nenne den Feature slash Renovate. Das ist jetzt so ein Name, der hat sich bei mir eingebürgert. Ich würde ganz gerne den Renovate-Bot hier auch reinbringen. Hat das nicht geschafft, aber eine wichtige Grundlage ist dafür das, was jetzt hier passiert. Ich nehme den Branch aus dem Main-Branch raus und habe damit hier jetzt einen Branch direkt im Browser erstellt und kann dann auch hier in GitLab CI hingehen und das Ganze hier editieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann das direkt machen oder ich kann das auch in einer Web-IDE machen. Was da jetzt schöner ist, vielleicht ist die Web-IDE hier ein wenig anschaulicher. Das kann ich dann entsprechend öffnen und laden lassen. Und wenn wir hier in das File schauen, in dem es jetzt eine zentrale Cypress CI-YAML gibt, die werden wir uns dann direkt im nächsten Video anschauen, kann ich das auf jeden Fall hier komplett ersetzen und hier alles rausnehmen und einfügen. Habe dann hier auf der linken Seite ein wenig wie in Visual Studio Code auch den entsprechenden Git Branch Tree hier und kann dann sagen, okay, ich möchte, dass das File hier entsprechend committed wird und kann dann sagen, use central GitLab File, CI/CD File und kann das dann entsprechend committen. Das ist jetzt geschehen. Das heißt, wenn ich das hier wieder schließe, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie ich den Editor hier verlasse. Vielleicht, wenn ich einfach zurückgehe. Na, das könnte man vielleicht eleganter machen, als ich das jetzt getan habe. So, das war ein separates Fenster, das offen war. Und wir sehen jetzt hier, dass ich tatsächlich diesen Branch hier direkt erstellt habe. Müsste das zwei, dreimal machen, aber auf jeden Fall beschleunigt. Das ist auch meine Arbeit, wenn ich hier Dinge direkt im Browser tue. Und ich habe hier Pipelines. Und jetzt gibt es ja eine Pipeline, die hier praktisch immer ausgeführt wird. So wie jetzt zum Beispiel auch die Pipeline, die hier aktuell gefailed ist, das liegt daran, dass das Setting keine direkten Runs zulässt.
Die kann ich jetzt einmal deleten und kann hier in die Schedule Task reingehen. Und in den Schedule Task haben wir ja bereits den, der täglich läuft, der auch zuletzt gepasst ist. Das ist leider noch so, dass jetzt die Projekte auch nicht geupdatet werden, wenn die Projekte im Grunde genommen Fehler werfen. Das ist noch ein Nachteil, den wir hier haben. Aber wenn wir hier sehen, was hier in dem Fall drin steht. Ich werde da nachher im nächsten Video mehr drauf eingehen. Ist es auf jeden Fall so, dass dieser Teil hier nur ausgeführt wird, wenn eine Update-Trigger-Variable gesetzt ist. Und damit können wir sagen, hier, das ist der Renovate. Oder sagen wir mal, unser Feature-Branch, der hier aktuell getestet wird, der muss jetzt nicht aktiv sein, ist allerdings trotzdem in Berlin in der Zeitzone zu Hause und ich sage, dass dieser Update-Trigger true gesetzt wird. Und wenn ich das getan habe, dann habe ich entsprechend die Pipeline und natürlich ist euch aufgefallen, dass ich nicht den richtigen Branch ausgewählt habe. Das passiert hier jetzt nochmal so. Und damit können wir schauen, dass jetzt, wenn ich die anschmeiße, automatisch das Projekt aktualisiert wird und ein entsprechender Merge auf dem Main Branch passiert. Eine kleine Vorbereitung muss ich hier noch machen unter CI/CD. Entschuldigt, unter Repository gibt es hier auch Protected Branches und hier ist aktuell der Default Branch Protected. Das nehmen wir mit, weil wir hier auf Continuous Delivery hochgehen wollen in allen Projekten und uns da diese Sicherheitsmechanismus an der Stelle sparen. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das bei euch auch so haben wollt. Das ist auf jeden Fall der Weg, der uns hier jetzt am schnellsten ans Ziel bringt. Und jetzt können wir sagen, okay, wir lassen das hier einmal laufen und können jetzt hier in die Pipelines gehen und dann fängt dieser Prozess auch an. Anzulaufen. Hier habe ich vielleicht einen Fehler drin. Okay, das ist natürlich hier ein Fehler, den ich hier drin habe. Das heißt hier, die Angabe, wo der Projekt Namespace angegeben wird, ist nicht richtig. Das werde ich jetzt einmal hier korrigieren. Alles echt hier. Man läuft in alle Fehler rein, die es gibt. Ich gehe in den Pipeline Editor rein. Bin hier auf dem Main Branch. Das ist nicht richtig. Das heißt, ich gehe hier hin. Muss jetzt eine Korrektur vornehmen, bin hier Feature Renovate, ärgerlich, ist aber so. Ich hoffe, dass ich jetzt hier, ist der entsprechende Commit. Okay. Einmal verklickert, ja, jetzt wäre es wahrscheinlich doch schneller gewesen, wenn ich das Ganze hier mal vernünftig ausgecheckt hätte. So, ich kann das auch direkt hier im Pipeline Editor editieren. Das geht ein bisschen schneller. Zack. Aber alles wird getestet, alles ist gut. Use right name space. Könnte ich das File noch angeben?
Okay, das habe ich jetzt getan. Das heißt, ich kann im Scheduled Job, ich hoffe jetzt hier springen noch nicht automatisch Pipelines an. Das ist auch noch so eine Sache, die ich jetzt abgestellt habe, dass sie nicht jedes Mal anfangen zu laufen, sondern dass sie auch erst laufen, wenn hier ein Pull-Request eingestellt wird. So. Zap, zap. Kann jetzt hier die erst einmal anstoßen. Kann wieder auf Pipelines gehen. Die ist jetzt angestoßen. Wartet hier. Ich kann die gecancelte löschen. Komm wieder in die Oberfläche zurück. Und warte jetzt, dass der Job im Hintergrund startet. So, jetzt läuft die Pipeline los. Das heißt, wir können hier reinschauen, was hier genau passiert und sehen jetzt entsprechend, dass unser Docker-Executor das hier ausführt. Dann haben wir hier unsere Git-Config, die jetzt einen globalen Renovate-Usernamen und E-Mail holt und hier mit einem Global Renovate-Token den Access zu dem Repository hier fahren kann, da denkt man sich, heiliger Bimbam, du bist doch irgendwie in deinem Kontext. Warum muss das eigentlich außen rum gehen? Das hat mit Docker zu tun, weil Docker praktisch ein separates Environment ist, das gar nicht innerhalb von GitLab stattfindet. Das muss ich mir gedanklich auch erstmal ein wenig näher bringen und verinnerlichen. Jetzt passiert das NPM Update an der Stelle, das heißt die neuen Cypress-Versionen und auch alle anderen NPM-Dependencies werden hier entsprechend geupdatet. So, das ist jetzt passiert. Das heißt, hier wurden 452 neue Packages reingebracht und jetzt passiert hier Folgendes, dass die entsprechende Project-ID eigentlich nicht laufen sollte, da muss ich vielleicht noch mal reingucken, denn dieses minus minus Record Flag, aber nein, man sieht es hier, dass tatsächlich die Cypress Cloud hier entsprechend nicht genutzt wird. Jetzt haben wir hier die Version 13.6, das ist auf jeden Fall das aktuellste, was hier rausgekommen ist und der entsprechende Test läuft durch oder beziehungsweise wird jetzt hier noch angestoßen. Und jetzt ist er durchgelaufen. Das heißt, die Tests sind grün und das bedeutet, dass hier ein Push auf das Main Repository passieren kann. Ja, man kommt jetzt zurück in den Main Branch und mergt sein Update NPM Dependencies Branch, der hier in dem lokalen Lauf passiert ist, durch. Und das bedeutet, wenn das jetzt grün ist, also es ist ja jetzt schon hier entsprechend in Main gemerged worden, das dauert jetzt noch ein klein wenig, was hier passiert. Und wenn das grün ist, haben wir hier einen Auto-Updater und das ist natürlich echt spektakulär. So, der Job ist jetzt successful und das bedeutet, wenn wir hier auf unserem Projekt nachschauen, was hier genau passiert ist, dann sehen wir hier schon, dass als letztes hier unser Renovate-User bereits NPM-Dependencies geupdatet hat. Wenn wir jetzt in die Pipelines reinschauen, dann sollte hier jetzt auch keine mehr auf dem Main-Branch laufen. Das passiert hier aktuell, glaube ich auch nicht mehr. Es ist hier Use Write Namespace. Es ist mir gerade nicht ganz klar, ob sich das hier aktualisiert hat. Aber ist auch nicht so relevant. Ich mache jetzt erstmal das entsprechende Schedule, weil ich jetzt hier sagen kann, dass ich einen neuen Task mache und dieser Task heißt halt Auto-Update oder Renovate-Task oder wie auch immer. Und der soll mir einfach
jeden Samstag um 22 Uhr ein Update machen und dann kann er hier auf dem Main Branch dieses Update Trigger ausführen und damit wird das aktiviert. Das heißt, jetzt ist es so, dass jeden Samstagabend entsprechend ein Auto-Update durchgeführt wird. Und ja, das war es auf jeden Fall erstmal von hier. Ich werde das, wie gesagt, nochmal aufbereiten in anderen Projekten und sonstigen und eben halt stabilisieren. Der Vorteil ist eben halt, dass ich das CI/CD-Handling ausgelagert habe. Ich hoffe, das hat dir jetzt schon mal einen ersten Überblick gegeben, wie hier der Auto-Updater funktioniert und was er tut. Im nächsten Video gehe ich direkt darauf ein, wie ich diesen Auto-Updater erstellt habe, was die Ziele von dem Projekt sind und wie ich damit weiter vorgehe. Von daher, hab erstmal einen schönen Tag. Hier ist auf jeden Fall noch ein Video, das dir gefällt und die gesamte Playlist hier zu GitLab CI/CD Pipelines. Bis dahin, viel Spaß und hab einen tollen Tag. Bleib grün und tschüss.